Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Hey, guten Morgen, ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Judith Holofernes ist heute mein Gast. Ein Star, ein richtiger Popstar, Riesenerfolg mit Wir sind Helden. Das liegt sicherlich auch an den sensiblen, an den schlauen Songtexten mit viel Wortwitz und Kraft geschrieben. Und jetzt gibt's einen neuen Text von Judith. Zwischen zwei Buchdeckeln, ganz frisch, eine Autobiografie, würde ich schon sagen, geht natürlich dabei auch um die Heldenzeit, aber es geht eben auch um Brüche, es geht um Zweifel, es geht ganz viel um Musik, um das Bandleben und wie das so ist im Scheinwerferlicht. Wir werfen einen Blick dahinter. Willkommen im HR3 Sonntagstalk, liebe Judith, morgen. Morgen? Ja. Du machst mich ganz verlegen. Nein, das baue ich erstmal langsam auf im Laufe des Talks. Noch nicht. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ich habe erstaunlich wenig geschlafen. Ich bin eigentlich so ein Schlaffetischistin. Und gestern Nacht hatte ich einen Aufräumanfall und habe bis um 11 Klamotten aussortiert. Fastest du gerade oder was ist los? Ich weiß, nee, keine Ahnung. Ich habe irgendwie meditiert und hatte ganz viel Energie. Auf jeden Fall war das interessanterweise dem Einschlafen danach nicht zuträglich. Okay, und hast du alles nach Farbverlauf geordnet oder langer Ärmel, kurzer Ärmel? Hast du ein besonderes System? Ich habe tatsächlich aussortiert, was ja total Spaß macht. Also, okay, das ist schön. Aber genau. Solche Sachen sind doch super. Einmal mit dem Arm durch den Schrank fahren, alles auf dem Boden und dann gucken, was trage ich wirklich noch. Genau so. Aber der Verbrauchertipp ist quasi, vielleicht nicht abends. Ja, genau, nicht abends. Und kannst du dich leicht von Klamotten trennen oder bist du eine Festhalterin? Nein, ich kann das tatsächlich gut. Also ich bin kein ordentlicher Mensch, um das mal zart auszudrücken. Aber aussortieren und Ordnung machen kann ich interessanterweise. Ich kann sie nur nicht halten. Okay, also das ist ja etwas, womit wir alle immer wieder kämpfen. Es ist dann immer so ein bisschen wie zurück auf los. Dann fängt man wieder von vorne an. Aber so ist es dir ja vielleicht auch beim Schreiben gegangen. Denn die Träume anderer Leute ist ja auch ein bisschen zurück auf los. Ja. Wir sind Helden, ein Leben zurück auf das, was raketenhaft den Pophimmel ja erobert hat, eure Band. Würdest du sagen, das war so etwas wie beim Spielen mit Kindern, wenn sie noch kleiner sind? Deine sind jetzt auch im Teenageralter, aber dieses Zurück auf Los? Ja, schon so ein bisschen, ne? Weil ich finde, im Schreiben kann man halt so toll Sachen durcharbeiten. Und so war es ja am Anfang auch gedacht. Also ich dachte am Anfang, ich schreibe das hauptsächlich für mich und so für meine Online-Community auf Patreon. Ich habe nicht sicher an ein Buch gedacht. Und es hatte am Anfang hauptsächlich den Zweck, mich so ein bisschen auf Null zu setzen. Also da hast du total recht, weil ich wollte eigentlich was anderes schreiben. Ich wollte eigentlich ein anderes Buch schreiben. Und dann habe ich gemerkt, da ist zu viel im Weg, was ich aufräumen muss, was irgendwie durchdacht und versöhnt werden muss, glaube ich. Durchfühlt werden muss ja auch nochmal. Schreiben ist ja ein unglaublich emotionaler Vorgang, so empfinde ich es auf jeden Fall, wenn man dann über die Tastatur auch nochmal an Schönes, Erfüllendes, aber eben auch nochmal an Wunden zurückgeht. Ja, das ist ja ein tastendes Schreiben, so würde ich es vielleicht umschreiben. Absolut, ja, genau. Ich hatte dann auch das Gefühl, dass sozusagen in jeder Überarbeitungsphase ich so eine Schicht tiefer gekommen bin. Ne? Also erstmal schreibt man irgendwie die Sachen auf, die man weiß. Ja. Und dann kommt man aber natürlich an Punkte, also gerade wenn man versucht, sozusagen chronologisch jetzt 10 Jahre zu beschreiben oder so, ne, kommt man an Punkte, wo man denkt, wie zum Teufel bin ich denn aber eigentlich von A nach B gekommen an dieser Stelle? Also es gab unheimlich viele Momente, wo ich irgendwas geschrieben habe und ganz genau wusste, wie meine Gedanken und Gefühle sind dazu. Und dann habe ich in meinen Kalender geguckt und habe gedacht, hä, dann habe ich was gemacht? Ja, was habe ich dann gemacht und warum? Und das sind halt dann die Punkte, wo man nochmal richtig nachfühlen muss, warum man zum Beispiel jetzt in meinem Fall irgendwelche Sachen nicht umgesetzt hat.
die man so genau weiß, ne? Und andererseits schreibst du ja auch, kann ich mir vorstellen, am Anfang auf jeden Fall ein bisschen mit einer angezogenen Handbremse und einer Art Filter, weil du schreibst ja nicht nur für dich alleine, sondern du schreibst ja auch ein Banderlebnis aus deiner Sicht, was aber eben auch andere mit betrifft. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht so einfach ist. Das ist überhaupt nicht einfach, vor allem wenn man, sagen wir mal, so eine freundliche Natur ist, wie ich es dann doch am Ende des Tages bin. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe beim autobiografischen Schreiben tatsächlich auch tolle und strenge Vorbilder mir genommen. Also ich hatte... Klingt wie so ein Deutschlehrer, der mit Zeigefinger der Deutschlehrerin, die hinter dir steht. Aber tatsächlich gar nicht sprachlich, sondern was die Ehrlichkeit angeht. Ach so, okay. Liebe Judith, ich freue mich auf das gemeinsame Sezieren heute im Sonntagstalk. Und du bist Musikerin, du bist Autorin, du warst lange Frontfrau von Wir sind Helden und wir spielen jetzt den Song Nur ein Wort. Ich hoffe, du kannst das noch hören und läufst jetzt nicht schreiend in die Küche. Judith Holofernes im HR3 Sonntagstalk. Kakaotrinkerin, Musikerin, Autorin mit Die Träume anderer Leute. Das ist dein aktuelles Buch und dein erstes Memoir, kann man sagen. Ganz textfremd bist du ja nicht. Du hast dich ja auch mit musikalischen Texten befasst. Aber das Schreiben ist so etwas, das haben wir auf jeden Fall gerade nochmal festgestellt. Das Sezieren ist vielleicht doch nochmal etwas schmerzhafter. Man geht nochmal an tiefere Wunden. Und es ist ja auch immer etwas, man schreibt für sich, man schreibt über Vergangenes, man schreibt aber eben auch für die Fans sicherlich, die dich ja auch all die Jahre mitgetragen und miterlebt und mit haben wachsen sehen, euch als Band. Welche Rolle spielen denn für dich Fans? Weil auch heute bist du ja in sehr engem Kontakt mit ihnen. Also bei dem Buch ganz konkret haben ja die ganz, ganz, ganz engen Fans im Grunde irgendwie mitgeholfen beim Schreiben. Also ich habe ja diese Plattform Patreon, wo ich den aller engsten Fankreis sozusagen spezial bespaße. Und wir sprechen hier nicht von Familie, weil Familie ist ja häufig auch der engste Fankreis. Ja, das stimmt. Sagen wir mal, der nächstgrößere Kreis. Genau. Also Fans, die pro Monat auch Geld geben, um an deiner Kunst eben auch teilhaben dürfen schon. Genau, und die haben tatsächlich jedes Kapitel, auch einigermaßen chronologisch faszinierenderweise, schon seit, ich weiß nicht, 3 Jahren oder so, halt in ihren Posteingang bekommen. Und ich habe denen unheimlich viele Fragen gestellt und die haben auch sehr viel kommentiert. Was fragst du deine Fans, was dann in deiner Erinnerung wackelig war oder weil du wissen wolltest, wie ihr Blickwinkel damals auf eine bestimmte Zeit war? Das finde ich spannend. Ja, das klingt auch, als wäre es eine gute Idee gewesen. Aber doch, tatsächlich hat einer mich mal darauf hingewiesen, dass ich einen Song falsch zugeordnet hatte. Also ich habe Aufnahmen beschrieben, wo er dann mich darauf hingewiesen ist, dass es ein Song von Adele war und gar nicht deiner. Gar nicht meiner. Nee, aber falsches Album so, ne? Das heißt, 3 Jahre in der Zeitlinie verrutscht. Also sowas ist schon auch vorgekommen. Aber vor allem war es hilfreich, die emotionalen Reaktionen von diesen doch sehr eng verbundenen Fans mit einbeziehen zu können. Ja, also weil gerade was du gesagt hast, ne, dass das natürlich auch schwierig sein kann, dass man irgendwie Angst hat, Gefühle zu verletzen, wenn man so offen ist. Und tatsächlich hatte ich diese Angst auch viel bezogen auf Fans und Wir sind Helden-Fans. Und es war mir unheimlich wichtig, dass die ungebrochene Zuneigung und Liebe, die ich zu dieser Band ja immer noch habe, dass die so stark rüberkommt, dass sozusagen alles, was ich beschreibe an Schwierigkeiten, dadurch aufgefangen ist. Mhm. Weil so ist es ja auch. Das ist ja auch die Wahrheit. Also so eine Art Fanleitplanke oder ja, wie muss ich mir das vorstellen? Weil du schreibst ja im Buch, es hat ein paar Jahre gedauert, aber ich habe eingesehen, dass man nicht mit jedem reden kann, nicht auf jede Mail antworten, sich nicht mit Fans zum Kaffee trinken verabreden, außer vielleicht mit denen, die aus Übersee einfliegen. Da bist du natürlich sehr diplomatisch. Aber man kann
Man kann die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird, sehr wohl spiegeln und zurückgeben. Also war das auch ein Akt der Wertschätzung gegenüber deinen Fans oder war das eine Vorsichtsmaßnahme? Ja, also es war definitiv beides. Also die Tatsache, dass mir das so wichtig ist, wie sich das anfühlt und ob es überhaupt interessant ist, ja, also ob es überhaupt was ist, wovon andere Leute auch was haben, weil am Anfang war das meine Befürchtung, dass ich dachte, Zielgruppe 5 Personen, ja, weil ich dachte, meine Geschichte ist so speziell, es kann sowieso niemand nachfühlen und mir war es einfach wichtig, von den Fans sozusagen gespiegelt zu bekommen, ob das überhaupt was ist, was sich irgendwie nützlich macht in der Welt. Ja, weil dass das nicht eben meine Schreibtherapie ist, die ich irgendwie genauso gut für mich alleine machen könnte. Die Wertschätzung ist einfach tatsächlich da. Gut, manchmal zahlt ja die Krankenkasse einfach nicht mehr Therapiestunden. Da muss man schreiben, liebe Judith. Aber, so ist das. Aber wenn du jetzt sagen würdest, worum geht es? Ich hätte eine Formulierung dazu, aber du als Autorin, wenn jemand... Sag mal deine. Ich bin total gespannt, weil es noch so frisch ist und ich immer denke, vielleicht habe ich gar nicht recht. Nein, also ich würde dieses Zweifeln, glaube ich, jetzt erstmal an die Seite schieben, deinerseits. Aber ich würde schon sagen, es ist natürlich eine Achterbahnfahrt, die du beschreibst, eine emotionale Achterbahnfahrt mit unglaublichen Brüchen und harten Kurven, aber auch der Frage, wie geht Aufhören. Wie geht würdevolles Aufhören mit einem Projekt, mit dem man ja so eng verbunden ist? Und wer bin ich noch außerhalb dieser Frontfrau? Das wäre jetzt meine. Absolut. Darf ich mir das rausschreiben und in irgendwelche Infotexte schreiben? Ich hole mir jetzt einen Kaffee und überlege mir das. Aber ich glaube, meine Antwort wird ein Ja sein. Bis gleich, liebe Judith. Bis gleich. Judith Holofernes ist heute Gast im HR3 Sonntagstalk. Wir sind Helden ist eine Band, die, glaube ich, jeder kennt. Aber kennt man auch den Namen Judith Holofernes dahinter? Wenn ich mir nochmal das Buch genau durchgelesen habe, die Träume anderer Leute, gibt es doch eine Stelle, hast du da nicht so eine Umfrage beschrieben, dass jeder die Songs kennt, aber nicht jeder deinen Namen? Also nicht nur das. Es war kurz bevor mein erstes Soloalbum rauskam oder in der Zeit, wo das rauskam, hatte ich plötzlich eine Studie zu Hause auf dem Tisch liegen, die mir jemand quasi zugespielt hatte. Eine plattenfirmeninterne Studie über mich und meinen Marktwert. Und in einer sensiblen und labilen Zeit, muss man sagen, kriegst du diese Studie. Habe ich einen dicken Ordner bekommen, schön aufgearbeitet mit Balkendiagrammen und Tortendiagrammen und Fotos. Und da waren Leute auf der Straße befragt worden. Und da ist nicht nur rausgekommen, dass erstens die meisten Leute zwar große Zuneigung zu Wir sind Helden haben, aber überhaupt nicht wissen, wer Judith Holofernes ist. Also die allermeisten, die so, sagen wir mal, Drive-by-Fans waren. Ja, also die so, weiß ich nicht, halt nur ein Wort gut fanden, was man ja niemandem übel nehmen kann. So, ne? Aber jetzt nicht die allerengsten Fans wussten einfach nicht, wer ich bin? 4 Echos, 100.000 Fans, Millionen verkaufte CDs. Judith, was hat diese Studie mit dir gemacht? Es war tatsächlich in dem Moment natürlich nicht lustig. Oder das, was mich, glaube ich, am meisten getroffen hat, war ehrlich gesagt gar nicht das mit der Namensbekanntheit, sondern dass da auch bei rauskam, dass diese Leute, die auf der Straße angesprochen wurden, also die wurden auch befragt zu meinen neuen Fotos, die ich gemacht hatte. Und auf den Fotos hatte ich Lust gehabt, was Neues auszuprobieren und mich endlich nach 12 Jahren irgendwie neu zu erfinden und hatte halt so spielerische Fotos mit irgendwelchem absurdem Zeug, irgendwelchen Kopfputzen und so gemacht. Und ich fand die super. Und es kam heraus, dass im Prinzip das Volk auf der Straße möchte, dass ich für immer so bleibe, wie ich bin. Du darfst dich einfach nicht verändern. Und du hattest ja den Wunsch nach Veränderung. Du hattest den Wunsch nach diesem Solo-Projekt. Aber was heißt dann Erfolg? Ist das dann eben nicht immer verbunden mit Sichtbarkeit offensichtlich? Ja, ich meine, wir hatten mit den Helden natürlich auch wirklich alles gegeben, um das zu verhindern, dass ich da irgendwie besonders rausfalle, ne, muss man sagen. Also wir hatten ja so ein einer für alle für einen Ethos und haben irgendwie jeden Journalisten oder jeden Fotografen weggebellt, der irgendwie wollte, dass ich mich auf Fotos nach vorne stelle. Und wir haben in den ersten Jahren immer geguckt, dass wir alle gleich viel sagen in Interviews, bis dann irgendwann Jean, dem ich das sehr hoch anrechne, der Keyboarder und
quasi mein Haupt, vielleicht Songwriting-Partner, der hat dann irgendwann gesagt, dass ihm das zu blöd ist und dass er auf keinen Fall mehr meine Texte erklärt. Mhm. So, ne? Also, dass er nicht mehr antwortet, wenn jemand fragt, was ich mit irgendeinem Song gemeint habe. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, uns da zu entspannen. Aber wir haben auf jeden Fall unser Bestes gegeben, dass wir also quasi als sympathischer, aber amorpher Bandblob rüberkommen. Ja, und jetzt versuchst du dich aus mit neuem Styling, Soloplatte und dann diese Umfrage. Aber es ist schon ein hartes Geschäft und das darüber nachdenken ist dir ja gelungen in die Träume anderer Leute. Aber dieser Titel hat natürlich auch etwas in Anlehnung an das, was vielleicht andere wollen, versucht man zu erfüllen und verliert sich dabei ein bisschen selbst? Absolut. Du hast ja vorhin so schön zusammengefasst, worum es geht. Und ich glaube, das ist sozusagen der andere große Bogen in dem Buch, ist, dass es um meine beinahe pathologische Gefallsucht auch geht. Mhm. Dass ich irgendwie in meinen Songs immer so wahnsinnig aufmüpfig war und lustigerweise ja auch mit der Band in vielen Entscheidungen tatsächlich sehr frei. Also ich war schon sehr, ja, furchtlos in ganz vielen Fragen. Also ich habe, ohne der Wimper zu zucken, irgendwelche Sponsorings abgesagt und mich mit irgendwelchen Medien angelegt und so. Aber ich war halt immer unheimlich geschmeidig gegenüber den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe. Mhm. Also ich wollte einfach immer unheimlich gerne als tüchtig und verlässlich und ne, irgendwie geländegängig, unkompliziert rüberkommen und war darauf sehr stolz. Und das hat Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass das ein Anspruch ist, der einen natürlich kaputt macht. Hm. Ja, weil du musst ja Kontroversen, Meinungsverschiedenheiten, andere Blickwinkel dann für diese Geschmeidigkeit opfern. Ja, absolut, genau. Und ich denke, das war, also als ich angefangen habe zu schreiben, war das im Prinzip meine Fragestellung, ne? Dass ich gedacht habe, okay, ich habe 2012 mit Wir sind Helden aufgehört und wusste eigentlich ziemlich genau, was ich alles nicht mehr will und wie ich leben möchte und dass ich ein lebenswertes und irgendwie familienkompatibles, schönes Künstlerleben führen möchte. Und dann spult man quasi 6 Jahre nach vorne oder 8 und dann 10 und denkt, warum bin ich denn eigentlich immer noch so kaputt? Hm. Warum habe ich das nicht geschafft, ja, dieses Wissen, dieses ganz Tiefe, diesen Instinkt, dann auch tatsächlich so radikal umzusetzen, wie ich das gebraucht hätte, um meine körperliche und geistige Gesundheit sozusagen zu schützen. Also das heißt, du musstest dich für dich selbst radikalisieren und diesen Fropf rausziehen. Ja, genau, das ist es. Ich musste mich total radikalisieren. Es ist die Geschichte, dieses Buch ist die Geschichte meiner Radikalisierung. Naja, es ist das Aussprechen dessen, was man tatsächlich will. Und eben dann ist man natürlich nicht die ganze Zeit gefällig, ja. Und zu sagen, okay, keine Plattenfirma, auch keine Verpflichtung mehr, keine Bandverpflichtung, dafür eben das, was man hat. Und trotzdem ist da eben ein Trotzdem. Und über dieses Trotzdem reden wir gleich, ja? Ja. Schön. Wir sind Helden, Stars der 2000er und Judith Holofernes, Frontfrau dieser Band, ist heute unser Gast. Und die wusste schon mit 12, so schreibt sie in ihrem aktuellen Buch Die Träume anderer Leute, ich wollte Rockstar werden, seit ich 12 Jahre alt war und meine Mutter mir die ersten Gitarrenakkorde beigebracht hat. Auf dem Klodeckel in unserem kleinen Badezimmer sitzen, wegen der hübschen Akustik. Und daraus, von diesen Klodeckelproben, ist dann eine Band geworden, die 10 Jahre lang die Charts rauf und runter eben auch beeinflusst hat. Was ist denn Erfolg im Rückblick für dich heute? Oh, etwas anderes? Das ist eine große Frage. Ja, naja, also ich weiß diesen Erfolg, diesen, so sagen wir mal, etwas konventioneller nachvollziehbaren Erfolg, den weiß ich schon noch sehr zu schätzen. Und natürlich war das, was mit Wir sind Helden passiert ist, das war mein Jugendtraum. Mhm. Das war berauschend und wunderschön und sehr verbindend mit den anderen Bandmitgliedern und
magisch und so, ne? Also konntest du den genießen in der Zeit, als es dann passierte? Man träumt davon und träumt davon, dann passiert es tatsächlich und dann verpassen ja einige genau dieses Glücksmomentum auch einzufangen. Also ich habe ja damals tatsächlich einen Song darüber geschrieben mit Wenn es passiert. Da war ich tatsächlich Gott sei Dank sehr bewusst, auch weil ich ja damals immer schon meditiert habe und so. Und mir war das irgendwie sehr klar, dass ich mit offenen Augen durch diesen Sturm sozusagen gehen möchte. Mhm. Also mir war erstens klar, dass es schwierig zu verarbeiten ist. Mir war aber auch wichtig und klar, dass ich das möchte. Und das ist mir auch gelungen. Also ich stand bei Rock am Ring vor 70.000 Leuten auf der Bühne und war wirklich da und war wirklich in Verbindung mit den Leuten, mit der Band und es war wirklich wunderschön. Und heute ist aber halt Erfolg für mich natürlich ein bisschen, oder es war es ehrlich gesagt auch damals schon, eigentlich ist Erfolg für mich ein gelungenes Leben. Mhm. Also es war mir immer schon total wichtig, wie mein Alltag tatsächlich aussieht. Also ich würde zum Beispiel auch allen jungen Leuten immer, wenn sie sich einen Beruf ausdenken, für sich immer sagen, überleg dir mal nicht, ob du den Beruf cool findest, sondern ob du so leben möchtest. Ja. Also ob du das wirklich jeden Tag machen möchtest und was das bedeutet für deinen Alltag und so, ne? Und das hat sich natürlich im Lauf der Jahre verändert, wie ich leben möchte. Und dafür wiederum ist aber dieses Business nicht geeignet. Also da ist einfach nicht besonders viel Spielraum. Ja, was ist denn drin in dem Rucksack, der dann von dieser Leichtigkeit des Träumens, der merken, es passiert wirklich, es genießen und im Rausch sein. Wann fängt man denn an und merkt, oh, da sind vielleicht Dinge drin, Verträge mit Plattenfirmen, Familientauglichkeit. Das kann ich dann doch nicht so tragen, damit es ein gelungenes Leben wird. Wann hast du diese erste Schwere gemerkt? Ich nehme jetzt das Bild des Rucksacks, das kann auch was anderes sein. Es war ein schwerer Rucksack. Also ich denke eigentlich auch schon, weiß ich nicht, 2008 oder so, also definitiv während der Heldenjahre. Und natürlich besonders, als dann die Kinder kamen, ne? Weil ich ja, sagen wir mal, den etwas kühnen Schachzug vollzogen habe, meinen Drummer zu heiraten und mit dem zwei Kinder zu bekommen. Ja. Und diese Kinder haben wir dann noch 5 Jahre mit auf Tour genommen. Also natürlich nicht am Stück, aber wir haben halt das alles irgendwie weitergemacht mit zwei kleinen Wahnsinn, Kindern. Was für ein Kraftakt. Das alleine. Das alleine war wirklich ein unmenschlicher Kraftakt. Natürlich hat es einen großen Anteil daran gehabt, ne, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, Moment, so kann ich nicht leben. Also da gehe ich einfach dran kaputt. Aber abgesehen davon, und ich glaube auch, wenn ich keine Kinder bekommen hätte und auch nicht mit jemandem, der einen anderen Beruf hat, dann hätte ich irgendwann gemerkt, dass... kann man ja noch sagen, Gott sei Dank war es einer aus der Band. Das stimmt, das denke ich auch manchmal. Andererseits war es bei uns halt so, dass überhaupt keiner zu Hause bleiben konnte. Ja, ne? Also stimmt. Wir konnten uns einfach überhaupt nicht aufteilen und abends mussten wir beide auf der Bühne stehen, ne? Egal ob die Babysitterin gerade angerufen hatte und gesagt hat, sie hat die Kotzgrippe. Der Spielraum war extrem eng. Ja, aber also ich glaube auch ohne Kinder hätte ich irgendwann gemerkt, dass, ja, wie kann man das ausdrücken, dass halt dieser Traum nur funktioniert, wenn man auch wirklich ungebrochen kompatibel ist mit diesem Business. Und das genau in dem Moment, wo man, ja, also wo man nicht mehr funktioniert, ne? Also sobald man auch nur introvertierter wird, was bei mir über die Jahre bestimmt passiert ist, oder andere Musik machen möchte, was jetzt bei den Helden kein Problem war. So, ne? Bei uns hat eigentlich alles immer Platz gefunden. Oder eben nicht mehr so viel reisen möchte oder nicht mehr so viel öffentlich sein möchte. Oder einfach, weiß ich nicht, zum Beispiel auf unserem dritten Album waren dann unheimlich viele Songs drauf, wo ich im Prinzip so buddhistisch-philosophische Sachen verarbeitet habe, die mich halt in der Zeit interessiert haben. Und dann habe ich irgendwann von jemandem von einer Plattenfirma, also nicht meiner eigenen, sondern einer anderen Plattenfirma gehört, dass ich mir das jetzt nicht mehr leisten kann, sondern wieder irgendwie nachvollziehbareres Zeug schreiben muss, weil da Arbeitsplätze von abhängen. Also das Wort Nein, diesen Weg gehe ich nicht mit. Das auszusprechen ist eben auch ein Lernprozess, um bei sich, das ist ja
der Anfang unseres Gesprächs heute auch gewesen, auf dieser Reise dann endgültig auch bei sich anzukommen. Aber es gibt sicherlich harte Momente, um das eben auch durchzuziehen. Und darüber reden wir heute an diesem Sonntagmorgen mit dir, liebe Judith Holofernes. Knapp 20 Jahre her, dass mein heutiger Talkgast Judith Holofernes diesen Song "Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück" mit ihrer Band Wir sind Helden gesungen hat. Und der Erfolg einer Band bringt natürlich auch Druck. Ein Hamsterrad. Auf Album folgt Tour, auf Tour folgt Album, auf Festival folgt Tour und dann wieder ein Album. Diese ganze Maschinerie im Hintergrund, die wir so als Fans vielleicht gar nicht manchmal so mitbekommen. Judith, wie war das für euch denn damals? Ja, also das ist total interessant, weil du merkst sozusagen erst dann, was das für ein Hamsterrad ist, wenn du gerne kurz mal anhalten würdest. Ne? Dann haut es dich quasi wie so einen kleinen Hamster aus der Kurve, weil du halt nicht mehr mitläufst. So. Und das fand ich im Nachhinein beim Schreiben so interessant, ne? Dass du hörst das Quietschen der Maschine immer nur in dem Moment, wo du dich querstellst. Mhm. Also natürlich macht es Spaß, wenn du anfängst und begeistert bist und Lust hast, unheimlich viel zu arbeiten. Es gibt kein Wochenende, es gibt Pressetermine auch spät abends, am nächsten Morgen, egal wie lange man auf der Bühne gestanden hat. All das gehört ja zum Geschäft dazu, ja? Ja, und es ist ja auch so, es ist ja ein Business, was im Prinzip nicht darauf ausgerichtet ist, dass irgendjemand das jahrzehntelang machen möchte. Also das sagen zwar alle immer natürlich, dass sie eine lange Karriere aufbauen wollen und so, ne? Mhm. Aber im Prinzip ist Pop an sich so ausgerichtet, dass es für viele der beteiligten Personen irgendwie auch okay ist, wenn man das nur 3 Jahre durchhält. Ach so, dann haben das die Stones aber nicht verstanden, dass man das nicht so lang. Ich meine nicht die Bands, aber ich glaube, das ist einfach in dem Business, also auf der Business-Seite ist Nachhaltigkeit sozusagen gar nicht so eine wahnsinnige Priorität. Also es geht nicht darum, langfristig ein Talent aufzubauen und mit ihm zu wachsen. Denn durch die Erfahrung, die wir alle machen im Leben, verändern wir uns. Und dann wäre es für mich ja auch logisch zu sagen, auch die Musik eines Künstlers, einer Künstlerin verändert sich dann tatsächlich auch. Du machst ja andere Erfahrungen als Mutter oder mit Trennung oder mit Tod oder mit Glück. Das fließt doch alles ein in deine Texte. Ja, also ich glaube, die Leute wollen das natürlich schon, ne? Und es gibt viele Leute, die das auch sehr unterstützen. Aber ich glaube, was ich mit der Langfristigkeit meinte, ist, es gibt einfach einen unglaublich ungesunden Arbeitsethos, wenn man sich in so ein Mainstream-Pop-Business begibt. Und ich glaube, das ist ja der Punkt. Man weiß ja, dass unheimlich viele Künstler draufgehen und irgendwie ist es auch eine Plattitüde. Aber wenn man eben, sagen wir mal, sensible Künstlerseelchen, und das sind mal die allermeisten Künstler, in einen Kontext setzt, wo es in Wirklichkeit hinter den Kulissen dann doch natürlich um relativ ungebrochen kapitalistische Zielsetzungen geht, man eben zum Produkt wird, das kann eigentlich nicht so richtig gut aufgehen. Ne? Und die allermeisten Leute merken das in irgendeiner Form irgendwann. Genau dann, wenn sie eben nicht mehr als Produkt so gut funktionieren. Im Sport würde man sagen, den kann man ja fit spritzen, ja, wenn das da zippt am Meniskus. Das ist natürlich, wie du sagst, bei Kreativen doch etwas anders. Und ich fand das. Die machen das aber auch, Bärbel. Die machen das auch. Fit spritzen natürlich auch. Aber dieses, wie du ja schreibst, ich wünschte, ich wäre schon früher sanfter mit mir gewesen und weniger geschmeidig gegenüber anderen. Ich wünschte, ich hätte mir Pausen gegönnt. Ich wünschte, ich hätte auf meine Vision bestanden und mir weniger aus- und einreden lassen. So klar, wie du als Frontfrau auf der Bühne bist, so viel Macht, die man dir dann ja zuspricht von außen, zahlst du ja dann doch einen hohen Preis. Weil ich würde denken, du kannst intern dann auch alles umsetzen, dass es eben für dich weniger Arbeit ist, weniger Druck. Also die Kinder haben das ja auch eigentlich erst sichtbar gemacht, dass das auch so lange nicht mehr gut gegangen wäre. Ja, das war eben der Punkt, der für mich selbst auch so spannend war, ne? Dass ich selber diese Diskrepanz wahrgenommen habe und die mir auch peinlich war vor mir selbst und peinlich vor der Welt, dass ich dachte, Moment, du Großmaul, bist auf der einen Seite so klar und kannst dich so gut abgrenzen und das stimmt ja auch, ne? Das hat ja auch eine Wahrheit und ich war im Kontext dieser Band immer unheimlich frei.
Und auch das stimmt. Und dann gleichzeitig zu sehen, aber warum bin ich denn irgendwie in den Kontexten mit Leuten, die mir wichtig sind, mit denen ich arbeite, für die ich sozusagen arbeite? Warum bin ich da so ein Erfüllerchen, dass es mich fast kaputt macht? Und auch in meiner Solokarriere noch, ne, habe ich ja irgendwie hauptsächlich gesungen über Nichtstun und Müßiggang und Verweigerung. Und meine Songs heißen irgendwie Danke, ich hab schon. Und ja, reiße da sozusagen ganz schön die Klappe auf. Und auch das stimmt alles irgendwie. Und dann sitzt man immer trotzdem irgendwann da und denkt, ich bin wirklich grenzwertig überarbeitet und mit einem Bein im Burnout. Wie konnte das passieren? Ja. Also über dieses Aufhören, den richtigen Zeitpunkt finden, das auch auszusprechen und sich zu schützen, reden wir gleich weiter mit dir. Liebe Judith Holofernes. Zerbrechlichkeit, nicht funktionieren, mit einem Bein im Burnout stehen, Bandpausen, all das ist nicht vorgesehen, wenn die Erfolgsmaschinerie im Pop-Business erstmal erfolgreich angelaufen ist. Judith Holofernes kennt die Pop-Industrie, war ganz oben in den Charts mit Wir sind Helden und du schreibst in die Träume anderer Leute. Ich sitze hier 6 Jahre später. Ausgebrannt, unglücklich, krank und kaputt. Wie tapfer ich in der Zwischenzeit versucht habe, meinen Beruf zu etwas zu machen, womit ich glücklich sein kann. Immer darauf bedacht, niemanden vor den Kopf zu stoßen. Das klingt schon sehr verletzt. Woher kommt denn diese Erschöpfung, Judith? Vielleicht ist gerade eben immer anderen recht machen zu wollen? Also das ist auf jeden Fall die Wurzel sozusagen, ne? Die Wurzelursache dieser Erschöpfung. Und das fand ich auch interessant im Schreiben, weil das einer der Punkte war, wo ich gemerkt habe, dass das vielleicht doch nicht nur mich betrifft, ne? Sondern auch viele andere Leute, vor allem viele andere Frauen. Also ne? Dieser Wille zu gefallen und nicht anzuecken und gelobt zu werden und irgendwie als generell geschmeidig zu gelten. Zu gefallen eben auch. Also zu du hast gefallen, ja vorhin auch von deiner leidenschaftlichen Gefallsucht gesprochen. Was wäre denn, wenn du nicht gefällst? Was für Bilder tauchen dann bei dir auf? Dann stehst du alleine in der Ecke und bist eben nicht mehr umhüllt von Liebe und Zuneigung, von der Plattenfirma, von den Fans, von den Bandmitgliedern. Oder was ist das? Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn man nicht geschmeidig ist? Also wenn man nicht geschmeidig ist, dann gibt's natürlich auch Ärger, so, ne? Und da bin ich einfach nicht besonders gut aufgestellt. Also ich komme am Ende des Tages dann auch einfach nicht so gut klar, wenn Leute sich wegen mir die Haare ausreißen und in bestimmter Stimme auf mich einreden oder so. Ne? Das kann ich inzwischen sehr viel besser, aber ich musste hart dran arbeiten. Und im Prinzip habe ich mir ja jetzt eine Situation geschaffen, in der das von der Struktur her nicht mehr so viel vorkommt. Also ich habe mich einfach, nachdem ich ganz vieles ausprobiert habe, jetzt so aufgestellt, dass tatsächlich niemand mehr finanziell an meinem Erfolg beteiligt ist, so direkt. Ich habe kein Management mehr, ich habe mein Management aufgelöst. Ich hatte ein ganz tolles Management, aber ein Management ist naturgemäß an den Einnahmen beteiligt. Das heißt, die haben ein Interesse daran, dass du möglichst viel Erfolg hast und Geld verdienst, selbst wenn das im Moment überhaupt nicht dein eigener Schwerpunkt ist. Und das heißt, ich habe mir eine Situation geschaffen, wo das außer mir niemanden mehr betrifft. Und ich Pausen machen kann, wann ich Pausen machen will und ich mich zurückziehen kann, wenn ich mich zurückziehen will. Und das bewährt sich super. Aber natürlich ist mir auch sehr klar, dass es, weiß ich nicht, ein Taschenspielertrick ist. So, ne? Also ich habe mich auch ein bisschen aus diesem Konflikt rausgelöst, weil ich realistisch festgestellt habe, ich kann das zwar lernen, aber ich bin nicht dafür gemacht. Aber gibt es denn dann auch gleichzeitig einen Abbau der Sehnsucht, an diesen Gipfel nochmal zurückzukommen, auf dem du mal warst? Oder heißt das eben auch ein Abbau dieser Erfolgssehnsucht? Naja, das war immer schon sehr gespalten. Also tatsächlich würde ich sagen, dass es auch in den letzten hellen Jahren schon gar nicht mehr so wichtig für mich speziell war. Also ich bin natürlich als Künstlerin irgendwie empfänglich für positive Rückmeldungen und ich wünsche mir das. Also ich wünsche mir natürlich, dass das Resonanz hat, was ich mache. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn ich nur gucke, was ich selbst brauche, dann geht es dabei hauptsächlich
um die Qualität dieser Rückmeldung, von wem die kommt, wie inbrünstig die ist, ne? wie tief das geht, wie wichtig den Leuten das ist, was ich mache. Und dass es gar nicht so richtig ist, dass das jetzt immer jeder irgendwie kennen und milde tolerieren muss. So, ne? Und darauf basiert aber Pop. Das ganze Business ist irgendwie darauf ausgerichtet, dass das höchste Gut ist. Und die ganzen Social Media sind darauf ausgerichtet, man soll immer möglichst viele Klicks, viele Likes haben. Mhm. Es geht immer um Masse. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass sich Erfolg eben für mich ganz tief in mir drin so gar nicht bemisst. Im Prinzip, dass man sich von diesen Klicks auch nichts kaufen kann. Also auch ganz, ganz praktisch gesehen. Mhm. Es gibt Leute, die haben totale Spotify-Hits und wähnen sich schon im Pop-Olymp. Und dann gehen die auf Tour und es kommt keiner. Mhm. Weil es den Leuten nicht wirklich was bedeutet, sondern die das ganz gerne beim Duschen hören. Mhm. Und das heißt aber noch nicht mal, dass sie wissen, wie die Band heißt. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich ausrichten muss auf sozusagen die Tiefe. Erstens natürlich von dem, was ich mache, was ich nach draußen schicke. Und dann aber auch die Tiefe der Beziehung zu den Leuten, denen das eben wirklich was bedeutet. Mhm. Und das geht aber nicht. Das ist im Pop nicht vorgesehen, weil Pop, da geht es auch dann einfach ganz wie überall im Kapitalismus um Wachstum. Das ist nicht vorgesehen, dass man sagt, ich mache jetzt alles irgendwie kleiner oder so, ja. Also ich möchte jetzt... Da musst du selber lachen. Ja, der Erfolg von Wir sind Helden, der hatte was Magisches, auf jeden Fall. Aber das täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass wir unglaublich hart gearbeitet haben. Ja. Und diese 4 Alben auf Platz 1 und 2 der Charts, das kommt ja nicht von irgendwo. Da kannst du ja nicht nur in der Hängematte chillen, sondern da seid ihr schon auf dem Zahnfleisch gegangen. Und wenn du eben sagst, diese Zweifel, diese Schmerzen, diese Unsicherheiten und auch diese Zerbrechlichkeiten von Kreativen, wenn das dann sogar Konsequenzen hat, dass es Richtung Burnout schon tendiert, also dann ist ja spätestens Zeit, die Notbremse zu ziehen. Und man kommt eben da an, wie macht man aus einem Märchen, aus einem gelebten Popstar, Märchen, eben auch ein echtes Leben. Dem hast du dich dann ja gestellt. Also du bist ja total verrückt. Du gehst ja heute in den Supermarkt. Du kaufst ein, ohne das zu posten, Judith. Gleich mehr mit dir an diesem Sonntagmorgen. Bis gleich. Die Poetin, Autorin, Musikerin Judith Holofernes, die war mal Frontfrau von Wir sind Helden. 2008, erinnern sich wahrscheinlich die meisten von uns, gab es das erste Album und dann ging's ab. Also Konzerte vor Tausenden von Fans, die Annehmlichkeiten des Daseins, alles ganz schön. Aber du, liebe Judith, du hattest eine Sehnsucht nach dem echten Leben. Du wolltest nah dran sein. Und das passte dann irgendwann nicht mehr zu diesem Hamsterrad der Popindustrie. 2012 war Schluss mit den Helden. Aber wie geht das aufhören? So, wie leitet man das ein? Hast du dazu eine Antwort? Ja, das war für mich die große spannende Frage, die am Ende auch ein bisschen dazu geführt hat, glaube ich, dass ich aus diesen Texten dann doch ein Buch gemacht habe. Mhm. Weil ich dann irgendwann dachte, ich hätte dieses Buch so gebraucht, weil es gibt keine Vorbilder dafür, weißt du? Es gibt keine Sichtbarkeit von Leuten, danach. Die sind doch noch da. Werden die dann nicht mehr gefragt danach? Oder woran liegt das denn eigentlich? Weil wir haben ja genug Bands, die ganz groß waren. Und ich meine, eure Zeit des deutschsprachigen Pops ist ja auch eine Zeit gewesen, die Bands wie Sportfreunde Stiller und so weiter und so weiter auch alle mitgezogen haben. Es gab ja sehr, sehr viele Bands dann eben auch. Aber was heißt das, es gibt keine Vorbilder? Ich glaube, es hat viele, viele Ursachen und ich habe das in dem Buch ja auch versucht, so ein bisschen zu erforschen und mich einfach damit auch auseinanderzusetzen, wie Erfolg an sich eigentlich funktioniert, ne? Und was der für Regeln hat und was das auch für ein Fetisch ist und wie ungesund dann wiederum dieser Fetisch auch ist, konkret erzählt quasi an mir als Fallbeispiel. Es ist eben so, dass Erfolg fetischisiert wird und auf der anderen Seite Misserfolg oder auch nur abnehmender Erfolg oder weniger sichtbar sein oder weniger spektakulär in Erscheinung treten mit einem ganz großen Tabu belegt ist. Und dass man im Prinzip bei, sagen wir mal, abnehmendem Erfolg ganz schnell bei so Fantasien ist von entwürdigenden Auftritten,
in Möbelhäusern und Roy Black, der aus dem Fenster springt. Mhm. Ich denke dann immer an die Wildecker Herzbuben, okay. Ja, oder genau das gerne. Mhm. Oder dann gibt es immer noch diesen Moment von dem, also dann diesen dramatischen Absturz, den kennt man als Narrativ, ne? Also Drogensucht und sich irgendwann im Hotelzimmer erhängen. So. Das ist noch eine Geschichte, die erzählt wird und die man kennt. Aber eine Geschichte, die einfach kaum sichtbar ist, ist, wie werden Leute nach so einem Erfolg einfach irgendwie erwachsen und machen irgendwie weiter, mhm, und machen aus was, was eben so eine Explosion ist im Prinzip, eine Slow-Motion-Explosion über ein paar Jahre, ein, ja, im Prinzip nachhaltiges Leben, mit dem man auch älter und irgendwann alt werden kann. Und das sind ja unglaubliche Erfahrungen. Es ist ja eigentlich umso bedauerlicher und sehr schade, dass wir diese Erfahrung nicht rufen. Ja, genau. Und das war ehrlich gesagt dann ebenso für mich auch ein Teil der Motivation, diese Geschichte zu teilen, als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das eben doch nicht nur mich betrifft und meinen so besonderen Beruf. Und ne, am Anfang dachte ich, das kann bestimmt überhaupt niemand nachvollziehen. Und dann habe ich eben im Gespräch auch mit den Fans da ganz schnell gemerkt, dass natürlich Erfolg, Streben, weniger wollen schon alleine, ja, einfach ein totales Tabuthema ist, auch in anderen Berufen. Und du schreibst es ja auch nochmal so schön, an dem, was ich mir vorgenommen habe, sind schon viele verzweifelt, auch dieses weniger wollen, mal die Stopptaste drücken in dem Business der Musikindustrie. Eine würdevolle Rückkehr vom Gipfel, ohne am Wegesrand zu erfrieren, gelingt den wenigsten. Am Mount Everest sterben die meisten Leute ja auch beim Abstieg. Ja, ist so. Ja, das ist so. Ja. Und dann ist ja auch dein Leben noch nicht zu Ende. Es muss ja auch weiter finanziert werden, ja. Es werden ja Kinder erzogen, man wird älter, man hadert mit seinem Körper. Okay, das macht man vielleicht auch schon während der Karriere. Ja, aber man macht das natürlich doller, wenn man älter wird, ne? Und dann irgendwie. Also ich habe gerade immer mich ganz viel auseinandergesetzt mit, warum Frauen zwischen, sagen wir mal, Erfolg und Lebenswerk, ja, also zwischen 40, 35 und 70 so wenig sichtbar sind. Ne? Und ich glaube, ein Teil davon hat damit zu tun, fürchte ich, dass es so wenig Spaß macht, in diesem Alter sich zu zeigen. Also erstens damit, ja, dass es einfach gnadenlos und grausam und unerfreulich ist. Und ja, auch viele Frauen mit zunehmendem Alter, also ich bin jetzt 45, einfach weniger Lust haben, Sachen zu machen, die ihnen zu blöd sind. Das denke ich auch. Also ich glaube, das Nein-Sagen fällt uns dann vielleicht deutlich leichter als mit Anfang 20. Aber man sollte es auch als Appell sehen, sich sichtbar zu machen bei allen Schmerzen. Und es betrifft auch die Männer. Nur wir reden halt auch vielleicht etwas deutlicher drüber. Judith Holofernes ist unser Gast heute im hr3 Sonntagstalk. Ein Take haben wir noch mit dir. Darauf freue ich mich gleich. Bis gleich. Die Frage ist ja, kann man die Musikindustrie, kann man die starre Maschine des Pop-Business eigentlich nach eigenen Regeln ein bisschen verändern? Das habe ich Judith Holofernes, das will ich dich gleich fragen, liebe Judith. Du bist ja ein Popstar, von Wir sind Helden kennen wir dich. Du bist Poetin, Podcasterin, Autorin, hast kein Major-Deal mehr, keine Plattenfirma, aber dafür den Support von deinen Fans. Habt ihr es mal versucht, die Regeln der Pop-Industrie zu verändern? Naja, wir haben das versucht und wir haben ja auch teilweise sozusagen Regeln gebrochen, indem wir auf MTV liefen, bevor wir einen Plattenvertrag hatten. Mhm. So. Dadurch hatten wir super Bedingungen, wir hatten super Verträge. Und man muss ja auch sagen, diese Maschine, die macht auch Spaß, solange du eben genau das machen willst, was diese Maschine auch von dir möchte. Mhm. Das heißt, diese Sichtbarkeit, die du mit so einem Major-Deal bekommst, die bekommst du nie wieder, wenn du das eben so machst wie ich jetzt in den letzten Jahren mit eigener Plattenfirma und so. Da merkt man ganz schnell, dass dann natürlich irgendwie in der Provinz quasi das auch ganz schnell geht, dass einfach keiner gemerkt hat, dass du überhaupt ein Album aufgenommen hast. Und egal, ob man das mit Absicht macht und sich ganz doll gewünscht hat, wie in meinem Fall,
dass das dann auch wirklich so ist und dann auch irgendwie wenige Leute in Saarbrücken zum Konzert kommen. Gibt es dann Phantomschmerz, dass du denkst, oh, die PR-Maschinerie einer großen Plattenfirma war dann doch schon anders? Ja, natürlich. Also damit muss man einfach umgehen. Und ich bin zu einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, das tut weh. Und das ist auch wichtig, das anzuerkennen. Es gibt Sachen, die schmerzhaft fehlen, wenn man diesen Erfolg aufgibt. Hm. Aber die Wahrheit dahinter ist, dass mir das, was ich darüber gewinne, einfach so viel wichtiger ist. Hm. Wie würdest du das beschreiben? Was ist der Gewinn? Naja, also jetzt ist es ja so, dass ich sozusagen mich hauptsächlich aufs Kunstmachen ausrichten kann. Mhm. Also vorher hatte ich immer das Gefühl, ich bin 80% meiner Zeit damit beschäftigt, Judith Holofernes zu sein. Und ich darf 20% meiner Zeit irgendwie mit dem verbringen, was ich eigentlich machen möchte, nämlich irgendwelche neuen Sachen zu machen. Sei das eben Gedichte schreiben oder Songs oder Konzerte spielen. Und jetzt hat sich das einfach umgedreht, genau so, wie ich wollte. Hm. Jetzt ist es so, dass ich einen ganz großen Teil meines tatsächlichen Lebens, weil das hat man ja in Wirklichkeit, ein tatsächliches Leben, damit zubringe, einfach irgendwie vor mich hin mein Zeug zu machen. Zu großen Teilen eben finanziert von meinen Patrons, also diesen, ja, diesen Unterstützerinnen auf Patreon. Und ich habe das schon lange geahnt gehabt, dass das möglich sein müsste. Ich finde das noch einen ganz wichtigen Punkt, weil ich den so inspirierend finde für andere Künstler, dass man sich mal überlegt, was brauche ich, also ich für mich, für mein Leben eigentlich, um das machen zu können. Mhm. Und oft ist das viel weniger und auf der anderen Seite viel mehr als das, was einem sozusagen in diesem Pop-Business als ultimatives Erfolgsziel verkauft wird. Ich kann mit dieser Handvoll im Vergleich von echten Fans leben und mein Zeug machen und muss gar nicht jedem gefallen und jedem sichtbar sein. Also würdest du am Ende unseres Gespräches sagen, dass du angekommen bist auf deiner Reise oder ist die noch gar nicht im Zielbahnhof eingelaufen? Also eine Zwischenstation ist auf jeden Fall sozusagen eingeweiht. Kommt die Kraft zurück? Ja, absolut. Also ich würde sagen, dass ich so seit 3 Jahren tatsächlich einfach ein Leben habe, einen Alltag habe, der mir unheimlich gut gefällt. Also im Prinzip ist es wie so ein Kreativitätsworkshop, ne? Und ja, ein Austausch. Und mir macht das eh Spaß. Das will ich eh machen, sozusagen, ne? Also bist du da gut aufgehoben? Ich bin da gut aufgehoben und auf der anderen Seite mache ich halt so vor mich hin und war wahnsinnig viel an meinem Schreibtisch und ja, ich habe wahnsinnig viel Zeit. So, wenn ich eine abstruse Idee habe, dann muss die nicht immer vorgestern passiert sein. Das ist ja auch ein Merkmal von diesem Business, ist, dass immer, wenn man fragt, wann braucht ihr das, dann ist die Antwort vor 2 Wochen. Immer. Und das so. Ist vorbei. Das also, ist vorbei. Wir haben diesen Druck nicht auf dich ausgeübt. Wir haben, und ganz besonders ich, diesen Sonntagmorgen mit dir sehr, sehr genossen. Für alle deine Träume, für deine Kreativitätsfenster als Poetin, als Lyrikerin, als Songwriterin, Podcasterin, Autorin wünsche ich dir ja nichts als Glück und Zuneigung zu dir selbst und danke dir für diesen Sonntagmorgen, liebe Judith. Dankeschön. Zu Hause in Hessen.